Nur, es scheint mir, als hätte ich etwas zu viel getrunken. Halt, stopp, sofort anhalten! Ich halt ja schon an. Polizei, allgemeine Verkehrskontrolle. Wieso? Sie fahren ja wie eine besenkte Sau. Pusten Sie mal hier ins Röhrchen. Nee, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Nun, ich bin Asthmatiker. So, na gut. Dann bitte einmal eine Blutprobe. Nee, das geht auch nicht. Wieso geht das denn auch nicht? Weil ich Bluter bin. Naja. Na also gut, dann schauen Sie mal her. Ich mache hier mal eine Linie. So. Jetzt steigen Sie mal bitte aus dem Wagen. Und gehen Sie mal der Linie nach. Entschuldigung, Herr Wachtmeister, aber das geht auch nicht. Warum geht das diesmal nicht? Ganz einfach, weil ich betrunken bin. Du sag mal, Ottilie, bei einer Papstwahl? Ja? Weißt du doch zufällig, was die Kardinäle da trinken? Bei einer Papstwahl? Jo. Die Kardinäle? Jo. Nee, was denn? Jo, Rotkäppchensekt. Am Nikolaus? Da hatte ich nichts in meinen Schuhen gehabt. Nur Hundescheiße. Ja, und dann meinte Lucia auch noch zu mir, ja, herzlichen Glückwunsch, ich weiß gar nicht, was du hast. Scheiß am Schuh bringt doch hoffentlich Glück. Oder jedenfalls angeblich Glück. Ja, toll, Nikolaus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da das Adventswetter so unterschiedlich mal ausfällt oder ausfallen kann, haben wir vom Marionettentheater Folgendes vorzuschlagen. Basteln Sie sich doch einfach eine eigene Wetterkarte. Die geht auch ganz einfach. Ein Stück Pappe nehmen und irgendwo draußen gut sichtbar vom Fenster aufhängen. Wenn die nass ist, bedeutet das, dass es regnet. Und wenn die Karte weiß ist, bedeutet das, dass es schneit. Ist die Karte trocken? Ist gerade Sonnenschein angesagt? Und wenn man die Karte überhaupt nicht sieht, dann ist gerade Nebel. Wenn die Karte sich bewegen sollte, dann bitte nicht an paranormale Erscheinungen denken, denn dann ist ein Sturm da. Und wenn die Karte herunterfällt, dann ist ein Erdbeben. Sollte die Karte aber plötzlich anfangen zu dampfen, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist dann der Sonnenschein nach dem Regen.
Oh. Das sind schon mal die ersten Anzeichen für Hagel. Ich verdünne sie mich dann mal lieber wieder. Mit der Karte. La 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 la. Ach ja, la la. Oh, hallo Robertus. Wie geht es dir denn? Oh, hallo Inge. Ja, gut. Ja, mir geht es gut. Sag mal, Robertus. Ja? Du sag mal, heute Abend, wenn du deine Linsensuppe wieder isst, dann guckst du doch bestimmt auch wieder Fernsehen, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Du, dann hätte ich mal eine Frage. Dürfte ich dann wieder dein Glied halten? Naja, also, nee. Inge, nee, tut mir leid. Warum das denn? Das macht schon die Elfriede. Die Elfriede macht das? Wieso macht das denn die Elfriede? Was hat denn die Elfriede, was ich nicht habe? Ganz einfach. Parkinson. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was kann ich für dich tun? Ich möchte mich gerne vorstellen. Aha. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, Spielkarten rühre ich auch keine an. Mhm. Und jetzt bitte ich um die Hand ihrer Tochter. Na hör mal, das kannst du dir aber aus dem Kopf schlagen. Wieso das denn? Ja, glaubst du, ich will dich als Vorbild immer vorgekaut bekommen?